Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen. Heute machen wir leckere Frühstücksbrötchen vom Grill und die sind richtig gut. Für unsere leckeren Frühstücksbrötchen habe ich hier ein paar frische Bratwurst gerade vom Metzger geholt. Riechen jetzt schon wunderbar. Die könnte ich auch roh essen, aber wir schmeißen sie jetzt gleich aufs Brötchen drauf. Und dann habe ich hier einfach für jeden so ein Brötchen geholt. Da werde ich gleich oben die Kappe ein bisschen abschneiden, dann das ganze Weiße so ein bisschen reindrücken. Und dann kommt in das Brötchen erstmal ein bisschen Feta-Käse rein. Den krümmel ich einfach schön da außen rum, also schön rein natürlich. Dazu kommen dann noch, weil das sind ja Frühstücksbrötchen und wir wollen ja morgens auch wach werden, ein paar Jalapenos. Ne? Und dann hole ich das Brät aus dem Darm hier raus und quetsche das quasi da oben drauf, dass es wie ein Deckel dann auf allem liegt. Dann wird es noch ein ganz bisschen gewürzt mit unserem Steakgewürz. Dann warten wir 5 Minuten, dann geht es auf den Grill. Den Grill habe ich schon vorgeheizt und dann grillen wir erstmal die Fläche schön an. Grill habe ich so vorbereitet, indem ich links und rechts den Brenner auf volle Power gestellt habe. Der mittlere ist aus. Ich werde die jetzt also links und rechts erstmal angrillen. Schön auf der Fleischseite. Das 5 Minuten vielleicht, 3 Minuten, muss man gucken, wie heiß der wirklich ist. Und dann drehe ich die in der Mitte und dann können die dann nachziehen. So eine Wurst hatte ja so um die 120 Gramm. Es wird also nicht so lange dauern. Ich denke, so in einer Viertelstunde können wir schon essen. So, unsere Brötchen sind fertig. Die waren jetzt ungefähr 12-13 Minuten auf dem Grill. Sehen wunderbar aus, riechen absolut spitzenmäßig. Jetzt mache ich da noch ein kleines Topping drauf. Da würde sich natürlich Senf anbieten, keine Frage, wer das mag. Für mich kann es auch gerne eine Sriracha-Mayonnaise sein. Mag ich besonders gerne. Unsere Frühstücksbrötchen sind fertig und die sehen ja wohl richtig gut aus. Riechen absolut spitzenmäßig und ich muss die jetzt natürlich noch probieren. Ich möchte mich aber bedanken fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Probiert es mal aus, geht einfach, schnell und begeistert jeden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald, euer Olli.